herzlich willkommen zu einer etwas außergewöhnlichen Sendung 7 Meter hier aus Kiel. Beziehungsweise aus diesem Studio, denn die DKB Handball Bundesliga pausiert in dieser Woche. Die Jungs von der Nationalmannschaft geben aber Vollgas und was wir heute hier gemacht haben, das zeigen wir euch jetzt. Eine Wand, 7 Nationalspieler, 5 Fans und eine eigentlich simple, aber wohl sehr lustige Aufgabe. Für das All-Star-Game am 5. Februar muss ein Team der DKB Handball-Bundesliga her. Und die Nationalmannschaft hilft bei der Gegnersuche einfach selbst mit. Die Idee? Für die Wahlwerbespots des All-Star-Teams einfach das eigene Trikot auszuziehen. Eine Herausforderung, die für einige der Protagonisten deutlich schwerer war als vermutet. Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer hat eine Erklärung für die Schwierigkeiten und sucht die Fehler dabei eher bei den anderen als bei sich selbst. Ich habe noch nie in meinem Leben so ein T-Shirt oder ein Trikot ausgezogen. Es geht bei Männern, glaube ich, eher so hinten über den Kopf rüber und hinten in die Ecke gefeuert. Habe mir sagen lassen, dass die Frauen das ganz normal und immer so machen. Und ja, da war wahrscheinlich der Fehler. In der Vorarbeitung, wahrscheinlich war da eine Frau am Werk bei denen. Auch 5 Fans durften ihr Glück versuchen und dabei die Stars der Nationalmannschaft treffen, die teilweise einen bleibenden Eindruck hinterließen. Das Besondere ist, dass man noch nie im Kontakt irgendwie mit den Spielern war, des Deutschen Handballbundes. Und ja, es ist eine neue Erfahrung und macht einfach, glaube ich, mega Spaß. Und es ist ja einfach alles neu. An die Liegestütze von Uwe Gensheimer erinnere ich mich noch ganz gut. Dafür ist so ein Ereignis, was mir im Kopf geblieben ist. Und ja, dass der eine oder andere vielleicht Probleme hatte beim Ausziehen des Trikots. Namen möchte ich jetzt hier nicht verraten. Auch wenn einige Akteure vielleicht 2 oder 3 Anläufe brauchten, haben es am Ende dann doch alle geschafft. Trikots aus, denn Nationalspieler sind immer auch Spieler der DKB Handball-Bundesliga. Und aus Fans wurden All-Stars. Den fertigen Spot gibt es am 16. November. Schaut rein und wählt euer Team für das Event in Nürnberg. Ja, es ist, glaube ich, für die ganzen Handballfans immer was Besonderes, weil die Besten der Liga auf die Nationalmannschaft treffen. Und das war letztes Mal natürlich in Nürnberg auch ein begeisternder Empfang nach Katar. Das war ein ganz besonderer Moment. Und es soll aber, glaube ich, auch was für die Zuschauer sein. Es wird nicht ganz so ernst genommen, obwohl die Trainer immer sagen, bitte das Spiel ernst nehmen. Aber es soll dann auch was für die Zuschauer gezeigt werden, Ken Patrick und so. Und ich glaube, das ist immer eine ganz gelungene Veranstaltung. Die deutsche Nationalmannschaft gegen eine Weltauswahl der stärksten Liga der Welt. Das All-Star Game 2016. Das war also unser Drehtag mit dem DHB-Team. Wir bedanken uns für die Zeit in der Supercup-Vorbereitung und freuen uns natürlich über die 3 Siege unserer Nationalmannschaft. Am Mittwoch wurde dann in der DKB Handball-Bundesliga wieder gespielt und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Momir Rinic zum 1., Johannes Selin zum 2. Melsung startet konzentriert und trotzdem mit Vollgas in die Partie gegen Göppingen. In der Abwehr stand die MT sicher. Der Block von Philipp Müller beim Wurfversuch von Lars Kaufmann. Michael Allendorf im Anschluss mit dem 12:9. Bis zur Pause stand es dann bereits 15:10 für die Hausherren. In Halbzeit 2 konnte Melsung die Führung weiter ausbauen. Göppingen schwächelte, vor allem im Angriff. Die MT nutzte die Fehler konsequent in ihren Gegenstößen. Fuschauf konnte in der zweiten Halbzeit nicht mehr rankommen. Melsung marschierte im Dauerlauf in Richtung Sieg. Am Ende stand ein klares 31:21 und damit der 9. Sieg für die Gastgeber. Nach der Länderspielpause hieß es für die Rhein-Neckar-Löwen zu Hause gegen den Aufsteiger SCD HFK Leipzig, die weiße Weste in der Liga weiter zu bewahren. Die Gäste bestätigten von Beginn an ihre bisher starke Saison und hielten gegen den Favoriten dagegen. Löwentrainer Jakobsen war nicht zufrieden. Dennoch ging es mit einer knappen 12:11 Führung in die Halbzeit. Und auch nach dem Seitenwechsel taten sich die Löwen schwer. Besonders Leipzigs Torhüter Putera zeigte gute Paraden und vorne traf Weber zur Führung. Mitte der zweiten Halbzeit drehten die Rhein-Neckar-Löwen dann auf. Angeführt von Kapitän Uwe Gensheimer setzten sie sich erstmals mit 3 Toren ab.
Leipzig versuchte zwar noch alles, scheiterte nun aber immer wieder am neuen Löwenschlussmann Stochel. Und so konnten die Rhein-Neckar-Löwen schließlich die Partie für sich entscheiden. Die Mannheimer feierten mit dem 28:22 Erfolg im 13. Saisonspiel den 13. Sieg und bleiben weiter Spitzenreiter in der Tabelle. Aufsteiger Leipzig hinterlässt erneut einen starken Eindruck bei einer Spitzenmannschaft. Ich muss zuerst mal sagen, ein riesen Respekt vor Leipzig. Ich glaube, die haben uns heute bis zur letzten Minute gefordert. Wir gewinnen am Ende mit 6 Toren, aber das ist fast schon schmeichelhaft. Wir haben vorne keinen Zugriff bekommen zum Spiel. Butera hat sehr gut gehalten und irgendwie hat es heute überall geharzt. Die Füchse Berlin empfingen den VfL Gummersbach. Für beide ging es um wichtige Punkte, da zuletzt eher schlechte Ergebnisse erzielt wurden. Den ersten Abschnitt bestimmten die Gastgeber aus Berlin, die sich bis zur Pause mit 4 Toren absetzen konnten. 17:13 zur Halbzeit. So schien es weiterzugehen. Die Füchse bauten ihre Führung auf 7 Tore aus. Doch nach knapp 38 Minuten verloren die Berliner ihren Rhythmus und Gummersbach kämpfte sich zurück ins Spiel. Am Ende einer engen Partie behielten die Füchse aber die Nerven und feierten einen knappen 26:24 Sieg gegen Gummersbach. In der nächsten Woche läuft der Spielbetrieb wieder wie gewohnt. Wir melden uns also am Donnerstag mit ausführlichen Spielzusammenfassungen, der Tabellensituation und vielem mehr. Macht bis dahin unbedingt mit bei der All-Star-Wahl. Am 16. November geht's los und wir sehen uns dann hoffentlich nächstes Mal bei 7 Meter.